Ich bin hier mit Christian Wagner von IBM. Und Christian, ich glaube, man kann sagen, du bist der Vater dieses Events. Das ist der 7. Anwendertag. Kannst du kurz beschreiben, wie sich der Anwendertag von der ersten Variante bis jetzt entwickelt hat? Naja, eigentlich ist er aus einer spontanen Idee entstanden, einfach mal Kunden anzuschreiben, die ich kenne. Und dann haben sich auf einen Schlag 250 Leute gemeldet. Und dann war klar, dass das was Größeres wird. Und so ist der erste Anwendertag entstanden und er ist seitdem beständig gewachsen. Und wir haben jetzt in dem Jahr über 400 Leute in dem Raum und das ist schon eine coole Sache, muss man echt sagen. Freut mich auch, dass die regelmäßig so viele Leute kommen. I've been working with TM1 for a little bit over 2 years now. So. And what made you fall in love with TM1? I have a controlling background and it really made sense for me with how everything is built up in TM1, that every problem I had as a controller I suddenly could solve myself just by doing a good implementation of a cube or a TI or whatever. So that really made me fall in love with it. Have you had a light bulb moment? Funny enough, after working with it for a little bit, I realized that when I was in college, I always imagined what I would be doing, and it kind of like now it fell into place that it actually was kind of like what I'm doing with TM1 right now. So yeah. Ich stehe hier mit Paul Niederbracht, dem Gewinner der letztjährigen TM1 Weltmeisterschaft. Paul, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. War eine großartige Wettbewerb. Wie hat sich dein Leben seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft verändert? Ja, also es waren auf jeden Fall viele spannende Aufgaben dabei. Kindergärten eröffnen, viel durch die Welt chatten. War einfach am Anfang die Presse vor der Haustür, war einfach super spannend. Einfach mal zu sehen und ich bin froh, dass es jetzt so langsam abebbt und einfach dann ab heute Abend ein neuer Weltmeister da ist, der dann dieses ganze Prestige einfach übernehmen kann. Du sollst ja auch mit einigen Celebrities gesichtet worden sein. Sind an den Gerüchten was dran? Ja, es gab schon so das eine oder andere nette Treffen an der Stelle, aber der Gentleman schweigt. Das würde ich auch tun. Jetzt ist es so, dass wir heute ja wieder die Weltmeisterschaft austragen zum 4. Mal. Und ich glaube, du kannst dich am ehesten in die Kandidaten reinversetzen. Wie fühlt man sich da oben? Ja, sehr beobachtet auf jeden Fall. Man muss sich stark fokussieren auf das, was man da tut. Und einfach an sich glauben und das umsetzen, was man kann und weiß.